Hier, Leben Wrestling. Bryan Danielson spricht über Backstage-Rolle. In einem Interview nach Wrestle Dream hat Bryan Danielson klargestellt, dass er keine offizielle Rolle hinter den Kulissen bei AEW hat. Obwohl er regelmäßig mit Tony Khan spricht, gibt es keine festgelegte Position für ihn. Danielson betonte jedoch, dass er versucht, so viel Wrestling wie möglich zu verfolgen, denn er gibt den Beteiligten gerne Feedback. Besonders interessiert ist er an den Ring of Honor Matches, um zu sehen, welche Talente innerhalb des Unternehmens gute Arbeit leisten. Zudem möchte er auch die unabhängigen Talente kennenlernen, die für einzelne Shows eingeladen werden. Jade Cargill lehnte hohe AEW-Offerte ab. Tony Khan sprach während der AEW Wrestle Dream Pressekonferenz über den Abgang von Jade Cargill. Er erklärte, dass er mit Cargill über einen neuen Vertrag verhandelt habe und ein großzügiges Angebot gemacht habe. Obwohl er bereits über das von ihr geforderte Gehalt hinausgegangen sei, habe sie laut Khan nach einer noch höheren Summe verlangt. Der AEW-Präsident zeigte sich überrascht, dass selbst sein erhöhtes Angebot nicht ausgereicht habe, um Cargill zu halten. Dennoch betonte er, dass er nur Gutes über sie zu sagen habe und dass sie jederzeit willkommen sei. Hintergründe zum Edge-Debüt bei All Elite Wrestling. Bei Wrestle Dream gab Adam Copeland, besser bekannt als Edge, sein Debüt bei All Elite Wrestling. In einem Statement auf Twitter begründete er seinen Abschied von der WWE und seine Entscheidung, zu AEW zu wechseln. Der 49-Jährige betonte, dass er sich auf die neue Herausforderung freue und mit einem völlig neuen Roster und einigen vertrauten Gesichtern arbeiten könne. Er bedankte sich bei der WWE für die 25 Jahre, in denen er großartige Möglichkeiten erhalten habe und eine wunderbare Karriere aufbauen konnte. Allerdings habe er das Gefühl, dass er und die WWE sich auseinanderentwickelt hätten und er suche nach neuen Herausforderungen. Copeland versicherte jedoch, dass er weiterhin die WWE und seine Freunde dort unterstützen werde. Informationen von Fightful Select zufolge nimmt ihm auch niemand innerhalb der WWE seinen Wechsel übel. Er könne jederzeit wieder zurückkehren. WWE habe schon seit dem Sommer von Copelands Wechselwunsch gewusst und dem Hall of Famer dabei keine Steine in den Weg gelegt. AEW hat derweil einige Trademarks wegen Edge angemeldet. Dabei handelt es sich um die Begriffe Legend, Iconoclast, Cope und The Rogue. Gerüchte besagen, dass Edge bereits einige kreative Ideen hat für seinen AEW-Run und seine Einsetzung mitgestalten möchte. Tony Khan wolle ihm diese Freiheit gewähren und Edge und Christian sind als langjährige Freunde ebenfalls wieder vereint bei AEW. Dies war ein weiterer Beweggrund für Edges Wechsel. Stephanie McMahon und Triple H getrennt? Verschiedene Wrestling-Medien vermelden Spekulationen über eine Trennung von Triple H und Steph. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Berichte darüber, dass die beiden eine zunehmend distanzierte Beziehung führen würden. Triple H und Kevin Nash dementierten die Gerüchte über eine Trennung. Paul Levesque und Stephanie haben am 25. Oktober ihren 20. Hochzeitstag. Mehrere Verletzungen bei AEW. Bei Wrestle Dream wurde Rey Fénix bereits zu Beginn seines Matches aus dem Geschehen genommen. Laut Dave Meltzer und Bryan Alvarez handelt es sich dabei um einen geplanten Schritt, um Fénix aufgrund von Verletzungen aus dem Match zu nehmen. Fénix hatte sich bei einem vorherigen Match mit Jon Moxley am Rücken verletzt und nur knapp die Ringfreigabe für Dynamite erhalten, wo er sich erneut verletzte. Dennoch ist Fénix bereits bei der kommenden Ausgabe von Dynamite am Mittwoch geplant. Während der Show zog sich außerdem Mark Davis von Aussie Open eine Verletzung am Handgelenk zu, bei der es sich Dave Meltzer zufolge um einen Bruch handeln könnte.